Also Linksgewindeschreiber, Rechtsgewindeschreiber. Zuerst lösen wir die Rechtsgewindeschreiber. Dann können wir das Rohr festhalten und lösen die Linksgewindeschreiber. Wenn sie ein Loch sind, können wir sie rausdrehen. So, und dann nimmt man das Rad raus, vorsichtig, links und rechts sind Unterlegscheiben drin, dass sie nicht runterfallen. Da ist die Scheibe.